Red Damenwiesen heute hier. Birgit? Ja, normalerweise findet die Red Damenwiesen ja auf dem Oktoberfest statt. Leider in diesem Jahr nicht. Aber ich denke, ich habe eine gute Alternative gefunden, nämlich hier im Rahmenwerk, der Sibylla, die mich heute unterstützt. Ja, wir haben 800 Quadratmeter Frischluft mit der schönsten und einzigartigsten Terrasse im Isertal. Und da können die ganzen wunderbaren Damen brillieren und die frische Luft genießen und sich von Corona ein bisschen entfernt bewegen. Wunderbar. Und das Ganze ist noch für einen guten Zweck? Genau, wir sammeln heute für die Dagmar Wörl, für ihre Emanuel-Wörl-Stiftung. Und wir hoffen, dass einiges zusammenkommt. Es sind ja viele Damen gekommen, Gott sei Dank, jetzt alle im roten Dirndl. Ja, und dann schauen wir mal. Ne? Ja, ich finde, das eine wunderbare Sache. Ich finde, Events müssen momentan unbedingt stattfinden können. Und natürlich ist es ein wichtiges Zeichen in Richtung Wirtschaft. Ja, und du unterstützt ja den guten Zweck auch immer gerne. Unbedingt, mit Belladonna sowieso. Und ich bin froh, dass ich heute hier sein darf. Das ist eine schöne Sache. Und Rot ist natürlich auch immer ein Statement in die richtige Richtung. Ganz tolle Frauen sind hier versammelt bei der Ladies Red Wiesn 2020. Und da gibt es natürlich auch ganz tolle Frauen, die dahinter stehen und die das alles organisiert haben. Birgit Fischer-Höber, so viele Abenteuer, wenn ihr euch mal erheben könnt, das wäre ganz toll. Ein herzlichen und warmen Applaus für die ganzen, die es geschafft haben, so tolle Frauen zusammenzubringen. Mein Respekt. Birgit organisiert immer ganz tolle Charity-Events, muss ich sagen, und für mich ist es immer eine große Ehre, wenn ich da ein bisschen moderieren darf. Timothy Peach ist mein Name. Ich bin hauptberuflicher Gesichtsverleiher, diplomiert sogar. Also was Fernsehserie oder Synchronstimmen angeht, da ist mein Wirkungsfeld. Und wenn Birgit mich anruft und mich fragt, ob ich moderieren darf, dann ist es mir immer eine ganz besondere Ehre. Und außerdem ist es ja heute auch für mich ein wundervoller Anblick hier, muss ich sagen. Ein Applaus an alle Ladies, die heute gekommen sind. Großartig. Vielen Dank. Es sind viele Sachen von diesem Jahr auf nächstes Jahr verschoben worden. Ja, tolle Country-Festivals und natürlich eben die Konzerte mit den Gypsy Kings und mit Bonnie Tyler. Super, großartig. Heute bei uns zu Gast, More Than Words, das ist Stephanie Hertel, Lenny Lanner. Und Johanna Ross an der Gitarre. Einen warmen Applaus für More Than Words. Viel Spaß. I'm gonna wake up with a smile on my face. I'm gonna see the sunset in the morning. Wir dürfen mit. I'm gonna have a good day. And nothing in the world's gonna take it away. Dass ihr auch immer so ein Herz habt, für sowas noch durchzuziehen. Und ein ganz, ganz herzliches Dankeschön jetzt an alle, die da waren, jetzt stellvertretend an Sie, die noch da seid. Und also es geht eins zu eins, wird es angelegt werden.
Und ich werde der Birgit dann auch berichten, was wir da mit dem Geld gemacht haben.